Hallo. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ich bin noch ganz leicht erkältet. Ganz leicht noch. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, hier aufzunehmen. Die beiden kurz auszuschalten. Die dann im Boden stecken und den Stufenaufstieg zu begutachten. Was ist das? Pinguin gesucht ab. Okay. Können einen Punkt verteilen. Okay, was machen wir denn? Ja, komm, nehmen wir mal mehr Kugelschutz. Ja, also wie ihr wahrscheinlich in der letzten, wie ich das in der letzten Folge wahrscheinlich gesagt habe, ich weiß es gar nicht mehr, war schon ein bisschen her, wurde uns eine Mission abgezogen. Und ich habe lange versucht, die an diesem Gebäude hier wieder zu schaffen. Aber es klappt einfach nicht. Ich will mal zeigen, welche das ist. Nämlich die. Schieße eine Jägerbegegnung ab, ohne gesehen zu werden. Schnell Schallbatterings hätten wir eigentlich schon gehabt. Aber das haben wir hier nicht. Und das ist... ja, schade. Außerdem... Moment, ich möchte kurz mich räuspern. Außerdem, die Endcard, die meine Maus ist im Weg, die Endcard, die wollte ich nicht mehr benutzen, also nicht mehr so oft, weil ich mag das viel besser, wenn ich so selber Tschüss sage. Das ist für mich persönlicher, das mag ich viel mehr einfach. Wo ist der Ort, wo ich hin muss? Da. Dann wollte ich, mit der Hauptmission weitermachen. Das machen wir auch sofort. Hier, ist die hier? Also, ich werde die Endcard behalten und wahrscheinlich auch noch ein paar Mal benutzen. Vielleicht nicht unbedingt bei Batman. So, boah, habe ich lange nicht mehr gespielt oder aufgenommen. Ich werde auch wahrscheinlich nicht mehr so... nicht mehr so oft so richtig lange Aufnahmen machen, weil dann habe ich sehr lange nichts mehr vom Aufnehmen und das ist schade. Gelang in die Kanalisation unter Gotham. Verbinde die nationale Verbrecherkartei mit dem Batcomputer. Eine abgesägte Schrotflinte liegt hier und viele Bomben. Ich weiß immer noch nicht, wie man das auslöschen kann, aber egal. Ah, warte. Wollte ich was ausprobieren. Nein, es klappt nicht. Und das ist sowieso eingefroren. Das heißt, ich brauche noch für vielleicht einen Flammenwerfer oder sowas. Komisch. Das sind Black Masks, Männer. Nicht die Art Typen, die ich in der Kanalisation erwarten würde. Schlimmer sein. Wenigstens hat er einen Kampfkunstexperten geschickt, um uns zu beschützen. Beschützen? Wovor? Vor den Ratten? Nein, vor der Fledermaus, du Idiot. Die Fledermaus? Als hätte die heute Nacht nichts Besseres zu tun, als in der Kanalisation rumzuhängen. Ich hoffe, du hast recht, aber für den Fall des Falles bin ich froh, dass wir Kung Fu auf unserer Seite haben. Wenn du dich damit besser fühlst. Ich frag mich nur, wie ich diesen Gestank je wieder aus meinen Klamotten kriege. Der Boss zieht heute Nacht eine echt große Nummer ab. Ja, wir müssen die Bewohner Gothams daran erinnern, warum sie den Namen Black Mask fürchten sollen. Hä?
Wieso werde ich immer, wenn ich das aufnehme, auf den Desktop zurückgekickt? Ihr wisst gar nicht, wieso das nervt. Bist du nicht dabei oder was? Denn du bist entweder dabei oder... Hey, ich stehe 100% hinter dem Bus. Ich verstehe nur nicht, wie dieser ganze Mist, den er uns heute machen lässt, die Taschen füllen soll. Ich bin sicher, er hat gute Gründe. Aber ich werde bestimmt nicht nachmachen. Ich auch nicht. Nein, 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 nein. Ja, ich glaube, wir müssen hier einfach mal reinspringen. Hüpfen. Ja, komm. Oh Gott. Aua. Ich habe gerade falsche Taste gedrückt. Hä? Ich habe doch Y gedrückt. Ey, hör auf. Die sind zu stark für mich, Mann. Wie ist die Kamera überhaupt hier gestellt? Ey. Also ich muss erstmal wieder in das Spiel reinkommen, glaube ich. Wieso kriege ich eigentlich Werbung, wenn mein Handy auf Flugmodus ist? Aua, ey. Okay, machen wir mal ein bisschen Konterübung. Ey, das zählt nicht. Ich hab nicht gesagt mit dem Konterübung. Ey. Ey, ich hab dich. Hier. Das wollte ich gar nicht. Okay, komm. Kamera wieder richten. Hör auf, mich zu nerven. Hör auf. Ja, endlich. Das wird jetzt einfach. Okay. Wird einfacher. Und fertig. Mein Gott, das war eine schwere Geburt. Eine schwere Geburt. Ich muss mich wieder räuspern. Ja, okay. Ich bin gerade auch erst aufgestanden, ja. Meine Stimme ist sowieso nicht so ganz gesund. Habe ich mir schon fast gedacht. Warte, was? Das ist gefährlicher Sprengstoff. So, da habe ich kurz mich geräuspert, obwohl ich mich nicht gemutet habe. Schlimm bin ich. Gehen wir mal durch diese Tür. So, ich glaube, ich bin noch zu krank zum Aufnehmen. Ich sollte nicht so viel aufnehmen. Vielleicht 1, 2, 3 Folgen. Damit ich endlich wieder welche habe. Wie gehen die schon aus? Aua. Nicht. Nicht. Du Lügnerst. Hallo? Ja, okay. So. Ist hier was? Da ist einer.
Das ist einer hinterm Gitter. Au! So, man muss immer wieder mal im Detektivmodus reinschauen, ob hier irgendwas ist. Okay, das Wasser ist aus. Wo muss ich hin? Hallo? Warte, was? Okay, ich setze mich mal gerade hin. Ha. So ist gut. Blaupausen. Warum auch immer die immer in Blau geschrieben werden, frage ich mich. Was ist das denn? Da ist der Hacker. Habt ihr nicht gefunden? Pumpen. Zugang. Boah. Was war das, Batman? Was zum Teufel? Wo kommt der denn her? Ja, von da oben. Oh Gott. Der hat mich erschrocken. Ich meine, ich kann nicht erschreckt werden. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Mich kann niemand erschrecken. Wer mich erschreckt, bekommt es mit meiner Faust zu tun. So, Datenpaket war einfach. GCPD, Train Station, Zoom. Zoom? Was zum Teufel soll das? So. Ich bin direkt unter dem Revier. Warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an? Die Cops standen schon immer auf seiner Gehaltsliste. Den will ich jetzt ausschalten. Und ein unerwartetes Ausschalten lässt mich immer ihn ausschalten. So, gedreckt. Okay, das wird einfach. Einfacher als einfach, weil ich das genau von Anfang bis Ende richtig gemacht habe. Kein einzigen Fehler, außer sowas Dummes wie aus Versehen auszuweichen. Und ich habe eine kranke Mutter, das ist eine schlechte Ausrede. Weil ich verprügel ja nicht deine Mutter, sondern dich. Ich höre mich gerade überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das Spiel einfach so laut ist oder ich einfach so leise rede. Vielleicht musste ich mal ein bisschen lauter reden. Nein, aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut in die Videobeschreibung für die Playlist und auf meinem Kanal für weitere Videos. Ansonsten würde ich sagen, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo für mehr. Damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge. Ciao, Leute.